Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung im Beschaffungsmanagement wissen wir, worauf es ankommt. Bei der SMS steht der Kunde im Vordergrund. Wir wollen Abläufe rund um das Thema Warenbeschaffung erleichtern und bieten das komplette Paket. Wir unterstützen bei der Planung und liefern die Waren termingerecht. Ob die Ausleuchtung eines Schaufensters oder ganze Burgen wie in Solingen, wir von der SMS beraten Sie gerne bei Ihrem Vorhaben. SMS, für Elektro sind wir da. Wir sind jetzt hier in der Boxengasse und bei mir ist jetzt Patrick Huismann, vierfacher Porsche Supercup-Gewinner, Langstreckenrennen, etc. Und du bist jetzt heute hier am Nürburgring und du setzt dich auch für den ACBL Remscheid e.V. für die Förderungsprogramm ein, für Rennfahrer. Ja, genau. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren als Profi im Motorsport aktiv und ich hatte diese Förderungsmöglichkeiten, die gab es damals noch nicht so in der jetzigen Form und ich denke, es ist gut, wenn die erfahrenen Piloten einfach was zurücktun für den Sport, vor allem für die Jugend. Es ist, denke ich, heutzutage schwieriger in den Motorsport reinzukommen als früher. Also in dem Sinne, glaube ich, ist Förderung wichtiger auch als früher. Inwieweit ist denn die Nachfrage, also von den neuen Talenten? Ja, wir haben natürlich mit der ACBL von der Größe her eine Beschränkung, aber die Nachfrage, man merkt es auf Events, wenn man sich trifft, die jungen Leute, manchmal trauen die sich nicht immer, aber ich sage immer, komm auf mich zu, frag alles, was ihr wissen möchtet, wo man darauf achten muss und man versucht denen einfach so die Insider-Tipps zu geben, vor allem auch im Fahrwerkbereich, weil das ist heutzutage auch sehr wichtig, dass man als Fahrer das Auto mit weiterentwickeln kann und ich glaube, dass ich da viel Erfahrung habe und das dann auch weitergeben kann. Du fährst ja jetzt auch seit kurzem auch für das Fricadelli Racing Team, bist heute hier bei der VLN. In welcher Klasse fährst du und was hast du dir für heute ausgesucht? Wir fahren in der SP9, das ist die Klasse mit den leistungsstarken GT3 Fahrzeugen und das ist die Top-Kategorie hier bei der Langstreckenpokal. Wir sind gerade, habe ich Qualifying gefahren, sind auf B3 gesamt und wir haben jetzt schon zwei Rennsiege gesamt dieses Jahr reingefahren. Ich hoffe, dass wir dieses Wochenende wieder auf dem Treppchen stehen. Wunderbar, dann danke ich dir für das kurze Interview und viel Glück und viel Spaß heute. Dankeschön.